Danke. Ja, Steffi, vielen Dank für die Intro. Das war ja äh, mit viel Alarm gestartet. Ähm, aber ja, sie hat recht, ähm, ich mache das Panel jetzt schon zum dritten Mal. Es ist mein Lieblingspanel, was soll ich sagen, ähm, denn ich finde es äh, doch immer sehr spannend von euch. Heute natürlich andere Panelisten als die letzten Male, ähm, aber von euch immer konkrete Cases zu hören. Und ähm, ja, als Vertrieblerin, was soll ich sagen, wir wissen es alle, was zählt, was zieht, wenn man mit Leuten spricht, um äh, zu verkaufen. Es sind Use Cases und äh, deswegen freue ich mich sehr. Und ähm, eine sehr schöne Sache, die sich zum letzten Mal verändert hat, kann ich schon mal so viel vorwegnehmen. Ist, dass, dass wir ein wenig Diversität in den Themen haben. Also, letztes Jahr war es so, dass wir hier sehr viel das Thema Dynamic Ads hatten. Ich glaube, da war wahrscheinlich fast sogar jede Agentur mit dem Werbetreibenden auf dem Thema unterwegs. Nicht, dass das nicht spannend gewesen wäre, aber heute gehen wir auch mal ein bisschen aus dem Programmatic Only raus, finde ich immer ganz spannend. Und ähm, deswegen würde ich auch gerne direkt mal den. Ähm Ach so genau, du kriegst jetzt erstmal den, weil du darfst gleich präsentieren. Ähm, genau, wir haben das Thema 500 mehr Profit im Paid Social Performance Marketing. Und ähm, das Ganze übernimmt Mark von Schema M. Und wir haben Alex von Rosenthal dabei. Und wir freuen uns sehr auf eure Präsentation jetzt. Sehr cool, vielen Dank für die Anmoderation. Genau, ich habe äh, Alex von Rosenthal dabei. Ähm, wir werden uns gleich nochmal kurz vorstellen, ähm, aber ich möchte direkt mit ein paar Punkten reinstarten. Und zwar die Themen, die uns als äh, Advertiser beziehungsweise auch als E-Commerce-Stores ähm, grundsätzlich aktuell beschäftigen. Das ist einmal die Inflation, einmal äh, teures Geld am Kapitalmarkt und einmal äh, ein schlechter Konsumklimaindex. Und ähm, das sind so die Gründe, warum es wichtig ist, äh, als E-Commerce-Store profitabel zu werden, profitabler zu werden vor allem, um die Bedrohungen, die es aktuell im Markt gibt, äh, zu bewahren. Und ähm, da haben wir jetzt den Case mit Rosenthal mitgebracht. Ähm, wir haben es geschafft, äh, über die letzten neun Monate die Profitabilität von Rosenthal im Performance-Marketing, vor allem im Paid Social Performance-Marketing, um 500 Prozent zu steigern, durch ein smartes Controlling und durch eine sehr, sehr effiziente Budgetallokation. Und äh, ich würde jetzt einmal kurzes Mikro an Alex übergeben. Super, danke, Mark. Ich bin Alex, Gründer von Rosenthal und ähm, wir zeigen euch heute, wie man mit äh, weniger äh, Skalierungskannibalismus mehr Profit äh, erzielt. So, ähm, die Reise fängt vor ungefähr zwei Jahren an. Äh, ich schaue mir unsere Zahlen an. Auf beiden Bildschirmen sehe ich auf einmal es stimmt vorne und hinten einfach nicht. Habe ich den Mark angerufen, habe gesagt: So, Mark, äh, wir müssen da was machen, wenn wir alle Revenue Streams irgendwie zusammen aggregieren kommen wir äh, auf 150, 160 Prozent mehr Umsatz als es tatsächlich im Shopify Store war. Alles klar, Mark und ich haben uns hingesetzt, haben uns eine Strategie entwickelt, wie wir mehr Profit erzielen. Um was ist äh, Skalierungskanibalismus? Dadurch, dass wir ganz schnell innerhalb von vier, fünf Jahren auf achtstellige Millionen, äh, acht, achtstellige Umsätze gewachsen sind, ähm, hatten wir im Prinzip noch das Mindset gehabt von einem Early Stage Unternehmen hatten aber die großen Umsätze und mussten dann erstmal es irgendwie schaffen, dieses äh, Mindset umzudenken. Wir haben sehr viel auf Last-Click attribuiert, wir haben unheimlich viel äh, Bestandskunden immer wieder geretargetet und hatten gar nicht die neuen KPIs, die wir plötzlich gebraucht haben, im Fokus. Und ähm, da haben wir zusammen uns was überlegt und das äh, erzählt euch jetzt Marc, äh, was wir da gemacht haben. Genau, kurz nochmal zu mir. Ich bin Marc, äh, Paid-Social-Agentur, ähm, und wir betreuen jetzt Rosenthal seit zwei Jahren, ähm, haben so 100 Millionen Adspend pro Jahr, den wir verwalten und äh, sind so ungefähr aktuell 40 Personen im Team. Das Problem, das Problem war, dass ähm, Rosenthal grundsätzlich einfach äh, das Bestandskunden- und Neukundengeschäft nicht differenziert genug betrachtet hat, beziehungsweise wir mit Rosenthal haben das nicht differenziert genug betrachtet, weil wir eben so schnell gewachsen sind, haben wir irgendwie nicht richtig verstanden, okay, die Bestandskunden, die kommen dir selbst. Immer wieder und die verfälschen unsere Paid Social-Zahlen. Und äh, das war der Moment, wo wir so für uns verstanden haben, okay, wir müssen Paid Social als äh, sehr strengen Acquisition-Kanal einfach betrachten. Und die Bewert, äh, Bewertungsgrundlage für Paid Social ist einfach nur noch Neukunden. Und äh, alle Bestandskunden, die wir mit Paid Social ähm, wieder aktivieren, die rechnen wir einfach gar nicht rein, weil das ist, ähm, das müssen, das nehmen wir so oder so mit. Aber äh, wir dürfen uns jetzt nicht freuen, dass wir mit Paid Social irgendwie einen guten ROAS fahren, weil ähm, die Bestandskunden drin sind. Und äh, das war dann auch der Moment, wo wir gesagt haben: Okay, lasst uns auf ähm, Bestandskunden only eben gehen zur Be Bewertung und vor allem bei der Attribution auch auf First Click. Und so haben wir uns eben die Zahlen angeschaut. Wir haben ähm, einmal uns die Zahlen holistisch angeschaut, also Money in the Bank. Eine ganz wichtige, ganz wichtige Metrik hier war Custom Acquisition Cost, der Neukunden Average Order Value, dass wir mehr Neukunden ähm, generieren können zu höheren Custom Acquisition Costs, haben wir sukzessive auch den Neukunden Average Order Value erhöht. Und eben, was auch sehr, sehr wichtig ist, klar, dadurch ähm, der Acquisition ROAS, also der Return on Advertising Spend, holistisch, also nicht irgendwie attribuiert, sondern quasi Money in the Bank. Und dann haben wir uns eben alle Channels auch auf diesen Metriken mit verschiedenen Tracking-Tools wie Tracify angeschaut und haben eben ähm, gesehen, okay, diese Ads, diese Kampagnen performen auf Neukunden besser, diese Kampagnen performen auf Neukunden schlechter, haben aber einen guten ROAS, weil sie viele Bestandskunden abholen. Und so konnten wir unser Retargeting extrem minimieren, so konnten wir ähm, wirklich dort Geld ausgeben, wo es extrem inkrementell war für den Wachstum und haben uns quasi unseren Deckungsbeitrag nicht zerschossen, weil wir zu viel äh, in, in Bestandskunden investiert haben und äh, das war letztendlich das Setup, das ist auch heute noch einmal holistisch, einmal pro Channel, diese ganzen KPIs auf Neukunden ausgelegt und das ist eigentlich die, die ganze Magie, ähm, aber wie gesagt, immer wieder sehe ich viele Brands, die einfach ähm, auf den Channel-Roars schauen und sich dadurch ihren Deckungsbeitrag kaputt machen und äh, deswegen nicht so profitabel sind, wie sie eigentlich sein könnten. Und ähm, welchen Business-Impact das jetzt auch hatte, das, äh, da möchte ich das Mikro nochmal kurz an Alex weitergeben. Super. Also generell kann man nochmal sagen, also was hat es am meisten, den meisten Impact bei uns gehabt, ähm, die Datenbetrachtung. Einmal, wir haben viel bessere Daten bekommen. Wir haben äh, ein eigenes Dashboard dann jetzt gebaut. Ähm, somit konnten wir quasi auf äh, Kampagnen- und Channel-Ebene auch wirklich sehen, ähm, wo sind die Neukunden her, wo sind eher Returning-Customer her. Und konnten dadurch richtig skalieren und haben uns nicht unsere eigenen Budgets aufgefressen. Deswegen konnten wir jetzt gerade im letzten Jahr, eigentlich schon, hat es schon angefangen zu kriseln, generell im e commerce aber wir konnten 500 Prozent unseren Profit steigern, konnten den Umsatz äh, skalieren, haben mehr Cash auf dem Konto, haben, haben mehr Flexibilität generell in unserer Warenfinanzierung, müssen weniger Kredite aufnehmen, sparen dadurch schon wieder Geld und das hat halt so viele Effekte. Ähm, und ich kann es wirklich allen nochmal empfehlen. Je nachdem, welche Stage ihr seid, wirklich New Customer, Customer Acquisition Course, das sind die zwei Ways to Go. Und äh, für den Fall, dass ihr mit uns connecten wollt, haben wir hier nochmal unsere LinkedIn Sachen. Äh, always Welcome. Dankeschön. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt. Ich brauche gleich nochmal Steffi das Tablet. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Fragen haben. Ähm noch nicht, sehr gut, dann machen wir erstmal weiter. Ähm, genau, ich habe eine Frage. Ähm, wenn ihr sagt, ihr habt euch alle Channels angeguckt, sagt nochmal spezifisch, welche Channels? Was habt ihr darüber hinaus gemacht? Also es gibt ja die klassischen Push-Channels äh, wie ein Paid Social, Facebook, Instagram, TikTok, wie ein Influencer-Channel. Das ist bei Rosenthal äh, das, das sind die wichtigsten Push-Channels. Klar läuft immer ein Google mit aber das ist jetzt in dem Fall nicht der Channel, der irgendwie die krassen Neukunden ähm, forciert und ähm, da muss man eben auch, deswegen ist es so wichtig, diese holistische View zu haben, weil die sich natürlich auch wieder gegenseitig beeinflussen und ähm, da muss man sehr, sehr genau verstehen, wie der Channel Mix sein sollte, vor allem zwischen Influencer und Paid Social und da versuchen, das äh, möglichst effizient auszusteuern. Ich finde es sehr interessant, dass ihr von den verschiedenen Channels aber innerhalb der Social Medias nur sprecht, weil äh, das hatten wir ja auch im Vorfeld, Marc. Ähm, ich habe schon mal den Hinweis gegeben, dass wir hier alle sehr programmatisch unterwegs sind. Und äh, ich glaube tatsächlich ganz spannend, auch mal äh, nur in dem einen Bereich zu bleiben. Da wäre jetzt noch meine letzte Frage an euch kurz. Ähm, Macht wahrscheinlich an dich, Alex, dann, aber was macht ihr noch mit Rosenthal, außer Social Media? Ähm, außer Social Media, also SEA und Co. Ja. machen wir, wir haben auch ein großes äh, Retail-B2B-Business, äh, mhm. das wir jetzt noch immer mehr verstärkt aufbauen. Ähm, Social Media, Influencer-Marketing sowieso. Ähm, aber ansonsten machen wir, ähm, wir haben ein bisschen Panama probiert, aber es ist nicht so der Use-Case bei uns. Okay, spannend. Cool, danke dir. <laughs> danke. Dann machen wir weiter. Ähm, den Kollegen hatte ich äh, letztes Jahr schon auf der Bühne. Von Smarter E-Commerce haben wir heute Florian Hochmut dabei und äh, die Bundle Automobiltechnik mit Alexander Schweigert. Und ihr habt das Thema Programmatic Ad Automation, datengetriebene Werbemittel. Da sind wir wieder ne, im Home Turf mit den Dynamic Ads wahrscheinlich. Ähm, Absolut. Sehr gut. Ähm, und genau, legt los und erzählt uns von eurem Case. Ja. Ina, danke mal für die Einladung auch. Also wie man schon hört, ich darf mich kurz vorstellen. Äh, Florian Hochmuth, komme aus Österreich. Die, die Abstimmung war auf einer Skihütte, klassisch. Also hier war der Start sozusagen unserer Abstimmung. Äh, waren auch das letzte Jahr auf der K5 unterwegs, das heißt heute ein Retail-Fokus. Ja, ist ein Thema Richtung Diversity jetzt auch auf, auf dem Pendel. Aber das sehen wir uns heute an äh, mit meinem Kollegen Alex Schweigert. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich bin ganz aufgeregt. Ich finde, <laughs> bin jetzt auch mal hier im Fokus. Auch mal als Kunde. Ich bin ja eigentlich der Kleinste von allen. Ich bin einfach hier nur der Kunde, dann, äh, der davon profitieren kann, von eurem Wissen. Ich will mich kurz vorstellen. Ich, mach das, ich mache Google AdWords seit dem Oktober 2000, also seitdem es das gibt. Es war damals ein Zufall. Ich habe mit ein paar Kumpels Spiele verkauft. Und da gab es so einen hässlichen Pennerwilli. Ähm, das war so ein Gerät, das, das Ding hat 200 Euro gekostet. Und dann irgendwann gab es Google AdWords. und Vorher haben wir das Ding einmal verkauft. Und dann gab es Google AdWords und dann haben wir dieses zehnmal verkauft am Tag. Und wir waren die Reichsten. Das war wunderschön. Und so äh, bin ich dann angefixt <laughs> worden. Wir waren ja sozusagen schon Millionär. Ich musste nie mehr arbeiten. Das Schön, Ergebnis dass du seht ihr jetzt. <laughs> Also ich habe da immer, seitdem ich das mache, seitdem es Google AdWords gibt, studiere ich das. Jetzt im, zwischen dem 46. Semester, voller Begeisterung, <laughs> habe so viel... Mist gebaut, so viel Geld verballert. Allerdings ähm, hat sich das so ein bisschen jetzt gelegt. Ich, ich habe also viele Online-Shops dadurch nach vorne gebracht. Also einen, vielleicht kennt ihr den, Weidezorn.info. Der war äh, innerhalb von vier Jahren auf 20 Millionen. Also ihr seht jetzt echt ein Superheld vor euch. Und äh, Frank Bandel hat mich dann eingekauft. Die Bandel Automobiltechnik ist ein Hitten, tatsächlich ein Hidden Champion. Äh, ist der größte Einzelakkord bei eBay und ich äh, leite dort das Marketing. Die Bandel online marketing Spezialeinheit ist auch heute hier. Und äh, ich habe das immer selber gemacht. Ich habe mit den Google-Leuten in Dublin ROS erfunden, also als Tester. Natürlich hat es Google erfunden. Äh, und das ging immer so weiter. Ich habe das immer mit Excel gemacht. Und irgendwann war ich mal auf einer Messe und habe gesagt: Ach du Scheiße, da gibt es ja noch was anderes. Und irgendwann, äh, was gibt es, soll ich noch sagen? <laughs> Sorry. Ja, wir machen jetzt 100 Millionen äh, mit Autoersatzteilen. Und äh, das war ja erfolgreich, aber irgendwann war das mir zu viel, äh, dass, dass ich dann äh, gesagt habe: Mach du mal auch, obwohl ich schon alles ausprobiert habe. Und jetzt sitze ich hier. Und das ist die Überleitung zu, zu mir und zur smarter E-Commerce. Äh, wir sind grundsätzlich kommen aus dem Performance-Marketing und haben uns so sozusagen auch, auch kennengelernt. Das heißt, hier ein Technologieanbieter mit einem starken Service-Charakter auch, äh, sitzen in Österreich aber haben jetzt auch den Weg nach Hamburg auf uns genommen, um ein Thema anzugehen und zwar Programmatic Ad Automation. Was sehen wir uns heute dann auch kurz an? Das ist sozusagen, was war die Ausgangslage mal? Das heißt, wir sind wirklich sozusagen stark performance lastig unterwegs gewesen und werden auch versuchen, sozusagen unsere Kanäle auszuweiten und da war schon mal die erste Herausforderung, wo gehen wir dahin bei einem Retail Focused äh, äh, Kunden. Und wie kann ein Data Harvesting dann stattfinden? Die Punkte sehen wir uns an und dann geht es auch noch in Richtung Outlook und die Learnings äh, aus dieser Kampagne. Genau, vielleicht kurz sozusagen, Alex, ähm, was waren die Herausforderungen bei, bei, bei Bundle selbst? Also wir hatten Shopping und Search-Fokus, beziehungsweise haben das einfach nach wie vor. Hier starker äh, Conversion-Charakter. Wir wollen einfach Performance liefern. So, wenn wir jetzt Richtung Programmatic gehen, ja, sind vielleicht hohe Kosten, hohe initiale Kosten, die hier nochmal äh, anfallen. Das heißt, wie können wir das einfach bestmöglich und auch hocheffizient dann äh, nochmal einen Start schaffen? Was haben wir uns da angesehen? Studie von Nielsen, das heißt hier auch 46% machen Creative einfach raus, um auch im programmatischen Bereich sozusagen erfolgreich zu sein. Was heißt das für uns, für Bundle? Wir wollen einfach sozusagen immer aktuelle Ads haben. Das ist so, so ein Thema. Wir wollen ein genaues Targeting dann schlussendlich nochmal äh, darauf setzen und wir wollen das Ganze auch noch in unserem CI haben. Das heißt... Einerseits dynamische Creatives nutzen und das Ganze zielgerichtet machen, auf den Lower Funnel hier nochmal bezogen. Ja, die Frage stellt sich, welche Daten nutzen wir? Wir sitzen auf äh, ja, mehr als 300.000 Produktdaten hier bei Bundle. Das heißt, Inventardaten sind das Maß, das wir nutzen können. Die Frage ist nur, welche Inventardaten? Und wie können die dann aussehen? Das heißt, wir brauchen mal einen Abgleich in irgendeiner Form, um die besten Produkte herauszufinden, die wir dann schlussendlich in den Creatives und im Targeting nochmal nutzen können. Ja, wie sieht das dann aus? Das heißt, wir brauchen ein Datenfeed in irgendeiner Form, haben ein Template und spielen das Ganze dann über tv 360 aus. Nur Sozusagen, wie kommen wir zu unseren best performenden Produkten auch irgendwo? Das heißt, jeder kennt die Google-Suche. Du gibst ein Produkt ein, äh, stellst eine Suche hier auf, klickst eine Shopping-Ad im Normalfall. Das heißt, die Shopping-Anzeigen hier einer der performantesten Anzeigen, äh, die es gibt. Du klickst diese Anzeige und konvertierst dann auch hoffentlich diese Performance-Informationen äh, haben wir dann. Gesammelt und über die Google Ads API schließen wir uns hier direkt an. Das heißt, wir haben einerseits die best Produkte im Shopping-Bereich und verknüpfen das Ganze mit dem Merchant Center. Denn hier sind eigentlich täglich aktuelle Produktpreise, hier sind äh, täglich aktuelle Produktbilder und erstellen hier einen äh, dynamischen Feed mit unseren best Produkten. Das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, wir haben ein Dynamic-Feed und haben hier verschiedene Kategorien, wo unsere äh, besten Produkten, Produkte in der jeweiligen äh, Kategorie ausgespielt werden. Der Banner sollte auch dynamisch sein äh, in einer Form. Äh, sie, seht ihr hier die, die Beispiele, wie das Ganze dann ausgespielt wird. Das heißt... Das, ist, äh, sozusagen der, der, das sind die dynamischen Elemente, die da reinkommen. Und dann kommt noch das jeweilige Targeting dazu. Das heißt, was wir hier nutzen, sind Custom Audiences mit First-Party-Daten und Third-Party-Daten. Wir haben hier eine Mischung, um Neukunden auch zu erreichen. Und am Beispiel zum Beispiel von Ölen bzw. Flüssigkeiten äh, wird das dann so aussehen, dass einerseits ein Keyword-Targeting, URL-Targeting auch auf, auf Mitbewerber stattfindet und auch in Market Audiences genutzt werden. Das heißt, hier kurz zusammengefasst sozusagen aus, aus unserer Kampagne, äh, wir verbinden die beiden Welten in Richtung von Shopping, das heißt einen hochperformanten Kanal und bringen das ganze Thema Richtung äh, Programmatic Ads. Das heißt, unsere Learnings hier daraus waren täglich äh, aktuelle Daten. Das heißt, wir brauchen hier eine gute Datenbasis, wir brauchen super Produktbilder, auch in der Form, um das auch weiter im Template nutzen zu können. Und auch in Richtung Zielgruppenaussteuerung, man sieht es ja dann an der Kampagne, äh, die wechseln natürlich ständig auch. Das heißt, wir haben gesehen, manche Zielgruppen funktionieren besser, manche nicht so gut. Das heißt, hier gibt es eine Anpassung auch äh, ja, während, der, während der ganzen Session nochmal. Vielleicht noch kurz zum Ausblick: Wo kann die Reise noch hingehen? Das heißt, hier war Shopping Ads jetzt ein Thema und unsere Grundlage. Wir haben es vorher im Panel auch schon kurz gehört. Äh, Google Analytics 4 ist ein Thema, das heißt, Nächster Punkt wird sein, Google Analytics 4 hier direkt in die dynamischen Anzeigen auch reinzubringen und eventuell das Ganze auch mit Preis- und Competition-Daten zu verknüpfen. Genau das, ein bisschen technischer vielleicht, ein bisschen weiter rein. Das war äh, unser Panel zur Programmatic Ad Automation mit, mit Bundle. Danke. Danke euch. Sehr gut. Florian, ich habe eine Frage an dich direkt an der Stelle. Ähm, wie viel Spaß hast du mit Alexander bei der Arbeit? Soll ich das beantworten oder, oder ist es doch? Nein, natürlich. Also, wir arbeiten schon eng zusammen. Ich glaube, es ist eine Partnerschaft seit, seit fünf Jahren. Und da passt es natürlich, dass wir immer wieder Dinge neu testen und auch. Programmatic Add Automation ist gerade auch so ein Test, damit man hier reingeht. Äh, hier gibt es natürlich, ich sage auch am Anfang, wenn man was neu aufsetzt, viele Learnings auch nochmal, gerade was Datenqualität angeht, damit das äh, Bildmaterial auch richtig geliefert wird, damit das passt. Das heißt, hier liefert Bundle einfach die, die Basis mal rein und dann geht es ins, ins Testing. Mhm. Ja. Ihr seid die Einzigen, die es mit mir aufnehmen konnten, sag ich es mal so. Das kann man ruhig mal sagen, man kann das auch mal loben. Also wie gesagt, ich habe mir von Frugel das alles Anfang mit Shopping, habe ich mich da selber reingefuchst und irgendwann musste dann die Agentur rausfischen. Die meisten, die meisten kochen auch nur mit Wasser, aber ich kann doch auch mal Danke sagen, ganz offiziell, ihr könnt das, wo ich keinen Bock drauf habe. So ein bisschen Excel, ich bin so ein Marketing-Typ und ihr seid halt so ein bisschen Programmierer und ich habe euch halt viel vom Marketing auch beigebracht. Ich Schönen glaub, Dank nochmal. Das, deswegen ist es eine Partnerschaft. Sehr gut, vielen Dank. Dankeschön. Ähm, ich gebe noch mal den Hinweis: Wir sind sehr gut in der Zeit. Ähm, ich glaube, ihr seid, ihr acht, habt euch echt gut Frau vorbereitet. Ähm, wir haben dieses tolle System mit dem QR-Code. Ihr könnt in der App ist es in der App oder auf äh, auf jeden Fall könnt ihr ähm, das Tool nutzen und dort eure Fragen stellen stellt ihr habt hier schon die ersten vier kennengelernt die sind redefreudig stellt eure Fragen und äh, genau wir machen jetzt aber erstmal weiter aber wir werden auf jeden Fall Zeit für Fragen haben. Jetzt haben wir die Agentur Ad Agents mit äh, Wolfgang Schilling und äh, der Radwelt Kusfeld äh, mit der Megan Pöschel und äh, genau ihr erzählt uns euren Best Practice äh, wie Radwelt-Shop auch außerhalb Kusfeld äh, funktioniert. Und ähm, ich habe schon gestern, kleiner Spoiler, ähm, schon auf einem äh, Event schon gute Stimmen über euren Case gehört. Also tatsächlich, Megan, ähm, das ist ein, ist ein Thema und ähm, das kennen einige, wie erfolgreich ihr die letzten Jahre gearbeitet habt. Also, oh wow, das freut ja, mich natürlich sehr zu hören. Muss ich ja mal sagen an der Stelle, deswegen, bitte. Ja, hallo, ich bin der Wolfgang Schilling. freue mich, ähm, heute mit der MECKEN äh, unseren Radwelt-Kostwelt-Case vorstellen zu dürfen. Ich muss sagen, für mich ist es ein bisschen weit entfernt. Ich kann das gerade fast nicht lesen. Äh, genau, ich stehe dann auch mal auf, wenn das okay ist. Ja? <laughs> da stehen wir uns nämlich hin. Also das, wir haben vielleicht ein bisschen zu kleine Schrift gewählt, keine Ahnung. Ähm, wir zeigen heute mal kurz auf, ähm, ja, wie, wie es uns gelungen ist, äh, Radwelt ähm, ja, zu einer der ja, großen Radhändler hier in, in Deutschland äh, zu entwickeln ähm, und äh, welche Weichen wir gestellt haben, damit äh, am Ende ja, äh, das nicht nur Glück ist, sondern tatsächlich auch was dazu beigetragen haben. Ähm, seit 2014 beraten wir die... Äh, Genau. Die Radwelt, danke. Das ist, glaube ich ganz hilfreich. Und ich springe jetzt mal eins weiter. Ähm. Die Megan stellt mal eben die Radwelt noch vor und äh, sag ja. mal ein paar Worte dazu. Ja, ja gerne. Ich ähm, stelle mich vielleicht einmal selbst vor. Und zwar ja, ich bin Megan Pöschel seit äh, neun Jahren ähm, die Marketingleitung der Radwelt Coesfeld. Ähm, ja, kennt vielleicht nicht jeder, äh, hoffentlich dann bald alle. <laughs> ähm, ja, wir äh, haben unseren Sitz im Münsterland, äh, sind auch Marktführer im Münsterland, äh, verkaufen Fahrräder und E-Bikes. Äh, wir haben deutschlandweit eines der größten Lokals, äh, lokalen Geschäfte in Deutschland. Und ähm, ja, unser Slogan, der übrigens seit diesem Jahr ganz neu zu uns gehört, äh, freue ich mich total drüber. Äh, Deine Welt, dein Bike. Das bedeutet für uns ähm, ja unseren äh, Kunden authentisch zu begegnen, auf Augenhöhe zu begegnen und äh, ja mit Hilfe von professioneller guter Beratung für jeden das passende Fahrrad oder eben E-Bike zu finden. Genau. Ach so, ja. Äh, ich bin übrigens auch aufgeregt. <laughs> ähm, ja, genau. Also, wenn wir mal zurückgehen, 2014, das war so das Jahr, wo ich auch bei der Radwelt eingestiegen bin. Noch ganz frisch, gerade aus dem Studium gekommen. Und dann hieß es: Ja, wir bauen ähm, einen Online-Shop auf. Ähm, war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir im Münsterland schon ein sehr bekanntes Geschäft. Also wir waren auch damals schon Marktführer, ähm, haben auch damals schon quasi Fahrräder und E-Bikes für die ganze Familie angeboten. Allerdings war unser Sortiment natürlich noch deutlich kleiner als heute und auch deutlich weniger E-Bike-lastig. Ähm, ja, genau das. Äh ja, war zu dem Zeitpunkt der Fall. Wir hatten auch schon einen Online-Shop, haben da auch schon äh, gut drüber verkauft. Allerdings gab es halt noch keinerlei Marketing-Konzept. Ähm, man hat aber schon gemerkt, okay, da könnte es Potenzial geben. Und der Online-Shop war damals auch super wichtig für den äh, ja, lokalen Standort, ähm, ja, um einfach äh, zu zeigen, wir sind da und damit unsere Kunden den Weg zu uns finden. Ähm, ja damals hatten wir natürlich noch äh, deutlich geringere Lagerkapazitäten, auch deutlich geringere Ressourcen. Wir waren äh, 2014 30 Mitarbeiter, Also es war wirklich super familiär. Ähm, und äh, entsprechend klein war damals auch noch unser Lager. Heutzutage sind wir 120 Mitarbeiter, sogar ein bisschen mehr. Ähm, und äh, ja, mit den, ähm, der steigenden Mitarbeiteranzahl sind natürlich auch die Lagerkapazitäten ähm, gestiegen. Unser quasi großer Durchbruch war 2016. Da haben wir unser stationäres Ladengeschäft Laden nochmal deutlich ausgebaut. Ähm, die Ladenfläche wurde verdoppelt, das Lager verdreifacht und das war auch so der Moment, wo das Unternehmen wirklich schnell gewachsen ist in den darauf folgenden Jahren. Ähm, ja, motiviertes, junges Team sind wir auf jeden Fall auch heute noch, aber damals waren wir irgendwie wirklich jung. Ähm, Christian, einer der vier Geschäftsführer, der auch hier im Publikum sitzt, ähm, hatte damals die Idee, den Online-Shop quasi an den Start zu bringen, zum Glück auch für mich. <laughs> ähm, ja, und er war damals 29, ich war 23, wie gesagt, frisch aus dem Studium gekommen. Und auch um uns herum, teamübergreifend, sind ganz, ganz viele zu dem Zeitpunkt jung angefangen, die dann auch jetzt mit dem Unternehmen gewachsen sind. Ähm, ja, es ist, äh, wie gesagt, ein Familienunternehmen. Ähm, das hat den Vorteil, dass es äh, auf jeden Fall kurze Entscheidungswege gibt. Ich würde auch sagen, das ist so einer unserer großen Stärken, dass wir wirklich schnell reagieren können und äh, auch die Geschäftsführung gibt uns ein hohes Maß an Vertrauen, Verantwortung. Ähm, man darf auch mal das ein oder andere Experiment wagen, was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, ja, die kurzen Entscheidungswege, die helfen uns wirklich weiter. Ähm, Genau, ein attraktives Portfolio ist natürlich auch wichtig. Wir arbeiten, ähm, ja, wir setzen generell auf langfristige Partnerschaften, auch mit unseren Herstellern, arbeiten da schon viele Jahre zusammen und äh, schöpfen daraus natürlich viel Wissen und generell ähm, am Ball zu bleiben, Trends zu beobachten und natürlich auch auf die richtigen Partner im Online-Fall auf die Ad-Agents zu setzen, ist ähm, ja ganz wichtig bei uns und für uns. Genau. Also es war tatsächlich äh, genau so, wie es hier jetzt steht. Ähm, wir haben einen Fahrradhändler vorgefunden, der motiviert war, was zu tun und wir haben da mal reingestartet. Ähm, hier mal so ganz kurz zusammengefasst, was haben wir alles gemacht. Wir haben dann natürlich der Klassiker. Google Suchmaschinen Marketing in erster Linie gemacht, vielleicht auch ein bisschen Microsoft. Shopping natürlich ganz wichtig für, 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 so einen, für so einen Fall. Affiliate Marketing wurde aufgegleist. Wir haben das Remarketing vor allem auch mit Kriteo aufgesetzt und wir sind natürlich auch in die, in die sozialen Netzwerke rein, wo man die Zielgruppen einfach nochmal besser abholen kann. Also haben wir, haben wir eigentlich so eine Sage ich mal, Multi-Channel-Online-Strategie entwickelt und die Kanäle so nach und nach hochgefahren. Ähm, ganz wichtiger Moment war dann sicher, äh, ich würde mal sagen, es war so 2017, ähm, als wir gesagt haben, irgendwie, das läuft alles noch nicht so richtig. Ähm, da hat man sich mal zusammengesetzt und äh, ich sage mal, hier schon in der Überschrift steht eigentlich, die Strategie, äh, nämlich zieh mal den Strich unter allen Maßnahmen. Wir haben das häufig, äh, wenn wir mit Kunden sprechen: äh, der Kanal funktioniert nicht, dort haben wir vielleicht nicht die KPIs erreicht, äh, die Kur oder der CPO passt nicht. Also haben wir hier ähm, mal sprechen müssen und sagen müssen: Okay, was, was ist jetzt eigentlich. Äh, vernünftig, um nach vorne zu kommen und um dann am Ende auch ein Wachstum einzuleiten. Und die Silos, die wir heute häufig finden, jetzt äh, natürlich nicht bei einer Radwelt, äh, wo es kurze Entscheidungswege gibt und einen Geschäftsführer, wenn man so möchte, äh, haben wir natürlich heute häufig und äh, Silodenken verhindert. Ja, sehr gerne eben äh, Wachstumsstrategien. Und ähm, die einheitliche Betrachtung aller Maßnahmen mit einem äh, ja, Strich unter allen Maßnahmen äh, ist auch leider äh, sehr selten. Wir haben häufig Stakeholder, die äh, in ihren Abteilungen sitzen. Der eine macht E-Commerce, der andere macht Marketing und dann gibt es vielleicht noch irgendeine Vertriebsabteilung und am Ende, äh, ja, ist da keine wirkliche Zusammenarbeit. Das haben wir hier eigentlich gut lösen können und damit eben auch die Chance gewahrt, im Markt wirklich angreifen zu können. Ja, Daten. Wir sind jetzt auf der D3Con. Daten ist hier immer so ein großes Thema. Und natürlich sind auch hier Daten genutzt worden, die klassischen Daten eben, die in diesen Kanälen ja, zuhauf vorhanden waren, wenn man so möchte. Äh, vorneweg natürlich SEA mit allen User-Daten, heute natürlich mit, äh, mit PMAX. Äh, Affiliate-Marketing wurde auch aufgesetzt. Da gibt es weniger Daten. Allerdings hat Affiliate-Marketing den Vorteil, aus meiner Sicht, ähm, über alle Touchpoints äh, sehr gut User zu erreichen, sowohl im Upper, im Mid als auch im Lower Funnel. Äh, und es hat sich eben auch gezeigt, dass wir hier äh, schönen Traffic generieren konnten. Und natürlich die, äh, die Kanäle, ja, vorneweg Facebook und Insta, die hier mit sehr, sehr guten Daten zu, zu den Anfangszeiten ohnehin noch aufgewartet haben. CritEo hat immer gut funktioniert, wie Remarketing häufig sehr stark funktioniert. Ähm, war eben hier auch und ist bis heute ein gesetzter Kanal. Hauptziel ähm, war, und das ist, glaube ich, oftmals auch nicht im Fokus von, von vielen Werbetreibenden oder E-Commerce-Treibenden, dass eigentlich die wichtigste KPI oftmals der Traffic ist, also der Visit, der Besucher. Äh, denn jeder weiß von uns, habe ich keinen Besucher im Laden, mache ich kein Geschäft. Äh, also ist es wichtig. Traffic-Kanäle aufzubauen, Besucher in den Laden zu holen, natürlich die richtigen Besucher am Ende des Tages, das ist die Aufgabe einer Performance-Agentur, dafür zu sorgen. Und äh, wenn das dann funktioniert, dann kommen wir eben hier äh, in so eine Entwicklung rein. Ja, genau, das war. Die Übergabe an mich. Genau, wir sehen hier einmal die äh, Umsatzentwicklung der letzten Jahre. Ähm, richtig interessant wurde es eigentlich 2016. Ähm, da haben die Marketingkanäle, die wir mit den Ad Agents quasi angesteuert haben, äh, auch erstmalig wirklich eine Wirkung gezeigt. Man sieht in den nächsten Jahren die Entwicklung war auf jeden Fall äh, sehr positiv. Ähm, natürlich ganz klar herausstechen, ähm, ja, ähm, tun die Kanäle. Ähm, äh, ganz klar heraussticht äh, die Umsatzentwicklung während der Pandemie also Corona war natürlich äh, für uns ähm, ja in dem, in dem Sinne hilfreich als dass ähm, ja Radfahren einfach ein absolutes Thema war und da auch E-Bikes E-Mobilität ähm, ja generell ein äh, sehr großes Thema ist entsprechend äh, ja haben wir da einen riesen Umsatzanstieg festgestellt den konnten wir im letzten Jahr jetzt nicht mehr ganz halten, aber dennoch die positive Entwicklung setzt sich auf jeden Fall fort. E-Mobilität ist ganz wichtig, E-Bikes sind wahnsinnig gefragt und das spielt uns natürlich in die Karten. Ja, Wolfgang hat es gerade schon gesagt, im Prinzip... Ähm, super wichtig für uns war diese Umstellung darauf, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken uns nicht mehr die einzelnen Kanäle an ähm, und gucken, ob die wirtschaftlich sind, sondern wir gucken, die äh, gucken uns die Kur an äh, in Bezug auf alle Kanäle. Ähm, das hat wirklich ähm, ja, äh, maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Ähm, in unserem Fall ähm, haben wir so eine Kur von 6 bis 12 Prozent, die quasi aufs Jahr gesehen eingehalten werden muss. Und ähm, ja, mit den Zielvorgaben kommt ihr zum Glück sehr, sehr gut klar. Ähm, generell zum Umsatz, vielleicht zur Einordnung noch wichtig. Also wir befinden uns da ähm, im hohen einstelligen Millionenbereich. Also wir haben jetzt vor kurzem den niedrigen zweistelligen Millionenbereich erreicht. Genau, mal sehen, was die nächsten Jahre so bringen. Genau. Weitere Ziele waren natürlich auch, Radwelt im Regionalbereich zu platzieren. Das heißt, es gibt all die Zeit auch regionale Kampagnen, die laufen sowohl in den Suchkanälen als auch in den sozialen Kanälen. Und ganz interessant, es gab immer wieder Auswertungen zu dem Thema Postleitzahl. Weil äh, Megan erzählt immer wieder, da sind äh, irgendwelche Autokennzeichen, die kommen von weit, weit ja, her. Ja, du sagst es. Also es ist ja. manchmal wirklich verrückt, also auch gerade grad, während Corona war das natürlich verrückt. Also zu Zeiten, wo unser Geschäft geöffnet sein durfte und auch wirklich äh, ja, eine gewisse ähm, Knappheit, Bestand auf dem Markt. Ähm, da haben Leute wirklich teilweise vier, fünf, sechs Stunden Anfahrt äh, in, ja, auf sich genommen, für den Radkauf quasi äh, da noch ein schönes Wochenende in Münster geplant. Ähm, das ist schon verrückt. Aber auch abgesehen von Corona, ähm, die Kennzeichen, die man am Wochenende so auf unserem Parkplatz sieht, die sprechen für sich. Da ist das Einzugsgebiet mittlerweile schon wirklich groß. Ein ähm, ja, Fahrrad und E-Bike kauft man nicht mal so, da fahren die Leute auch gerne mal. Eine Stunde für. Genau, das ist ein Stück weit für mich auch ein Beweis, dass eben der Omnichannel funktioniert und dass der stationäre Handel natürlich gepaart mit einer, äh, sag ich mal, gut überlegten Online-Strategie und einem guten aufgesetzten E-Commerce ja, äh, einfach besser, bessere Chancen hat, auch in schwierigen Zeiten vielleicht ähm, ja, zu überstehen. Ähm, noch ein kleiner zum Abschluss noch mal ein paar Gedanken vielleicht äh, zu dem Thema äh, Daten gestern, heute Morgen. Wir haben ja in dem vorigen Panel, wer es gehört hat, auch schon da einiges dazu gehört. Äh, vielleicht auch noch mal wichtig, aus meiner Sicht dürfen wir nicht vergessen, äh, wir reden immer über Daten und immer über Messen und Analysieren und Steuern. Ähm, faktisch sind wir natürlich in, Werbung, in der Werbung, im Marketing, online oder offline. Und ähm, was man eben sieht, das ist immer ein Invest. Und der Invest der ist nicht immer messbar. Ich sehe diese Zahlen, die da vielleicht dann entstehen, nicht unmittelbar in meinem System, sondern manchmal erst Wochen später oder vielleicht sogar... Monate später. Und ähm, man muss auch einen gewissen Mut und eine gewisse Risikobereitschaft eben mitbringen. Ähm, und diese User-Daten sind natürlich wichtig, um nachher die Effizienz in der Steuerung äh, zu verbessern. Ähm, ich glaube auch, dass wir in Zukunft genug Daten haben werden, cookie hin oder her. Äh, es gibt nach wie vor viele Daten und ich bin eigentlich recht positiv, dass wir... Ähm, doch noch genug Datengrundlage haben, um Kampagnen optimal auszusteuern. Äh, vielleicht werden wir nicht mehr alles in den Reports drin haben. Das ist ganz klar. Also das wird uns beschäftigen. Und am Ende des Tages werden wir natürlich dieses First-Party-Data äh, auch bei der Radwelt sicherlich äh, genauer betrachten. Wir haben da schon öfters drüber gesprochen. da sind wir sicher ganz am Anfang. Aber ähm, ein Thema ist es sowohl heute und dann morgen ganz bestimmt. Äh, noch ein Wort zu uns. Wir kommen aus dem Stuttgarter Raum, äh, haben auch eine äh, Gesellschaft in der Schweiz, sind also vor, vor allem in Deutschland und in der Schweiz tätig und ähm, freuen uns gerne über Fragen, die ihr jetzt vielleicht habt. Danke. Danke, danke. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, tatsächlich sind bislang keine Fragen eingegangen, aber ähm, dann stelle ich halt noch eine, stört mich auch nicht. Ähm, ich habe mal eine Frage, wahrscheinlich eher an die Werbetreibenden. Was ist eure Einschätzung oder habt ihr einen Gedankengang dazu, einen Tipp vielleicht nochmal für andere? Ähm, es wird immer wieder heiß diskutiert, wie testfreudig man sein sollte. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht Alexander, magst du was dazu sagen als Google-Herkömmling? Also, wir testen eigentlich dauernd. Mhm. Man muss bloß aufpassen, dass, wenn es gut läuft, dass man sich nicht das alles wieder kaputt macht mit dem Testen. Ähm, es ist wichtig, ähm, viele Sachen auszuprobieren, gerade bei PMAX. Das ist immer wieder ein Thema. Wir haben also eine ganz andere Strategie angewendet, wie es Google uns eigentlich erzählt hat. Der eine sagte, macht das so, der andere sagte, macht das so. Wir haben einfach zwei Strategien gegeneinander anlaufen lassen. Wir haben also neue Konten aufgemacht und haben die einfach so gegeneinander anlaufen lassen. Mit dem gleichen AOS, mit allem und haben das dann erstmal beobachtet. Und äh, da muss ich sagen, ich habe auch noch ein paar andere Kollegen, die es echt drauf haben. Äh, zum Beispiel Lampenwelt, der macht 300 Millionen mit dem äh, mit, Shop. Da bin ich noch ein kleiner. Und wenn man sich dann unterhält, äh, äh, erfährt man auch eine ganze Menge. Und selbst Lampenwelt und ich sagen, es ist immer noch nicht so, was bei was war, was war PMAX so richtig passiert. Wir haben da ordentlich Traffic drauf, machen auch ordentlich Geld mit. Das ist immer noch nicht zu Ende getestet. Man muss es auch manchmal penetrieren, das ist auch ganz wichtig. Wenn man so ein bisschen noch so, wenn du bei 6% legst, kannst du auch mal 12, kannst du mal, muss man mutig sein und sagen, komm, wir müssen jetzt mal das auch penetrieren. Wie weit können wir gehen? Äh, um einfach so das zu das, so schauen, wie funktioniert das Ganze? Gehst du ins Clipping, hast du zu wenig, hast du zu viel? Ähm, also es muss getestet werden, wenn es gut läuft, Fresse halten, zurücklehnen mhm. und immer so tun, als ob man viel arbeitet. <lacht> <lacht> Guck mal, stößt auf Begeisterung. Sehr gut. Megan, hast du da noch einen Tipp oder wo du selber sagst, seid ihr testfreudig, probiert ihr immer mal was aus und nehmt neue Channels hinzu, neue Strategien? Ja, ja, auf jeden Fall. Also. In unserem Fall, ähm, Fahrräder E-Bikes sind natürlich auch sehr beratungsintensive Produkte und auch einfach schöne Produkte, weil man damit ja ganz tolle Erlebnisse sammeln kann. Das heißt, auch das Thema Beratung ist bei uns natürlich, ähm, steht so im Mittelpunkt. Wir nutzen das Social Media auch ganz viel. Ähm, klar, wir sind ein kleiner mittelständischer Händler, wir haben nur ein Geschäft, aber dafür machen wir schon sehr, sehr viel, um bekannt zu werden. Ähm, drehen Videos selbst, ähm, testen jetzt gerade auch das Influencer-Marketing. Ähm, äh, natürlich auch Kanäle wie SEO und so weiter, die haben wir auch auf dem Schirm und äh, wir sind auch in-house für den Mittelstand äh, eigentlich ein recht großes Team mit sechs Marketingmitarbeitern mitarbeitern ähm, und äh, ja, wir probieren da sehr viel aus und ähm, ich würde auch sagen, dass es sehr wichtig ist. Alexander, von dir vielleicht nochmal einen Satz dazu. Ich kann mich auch nur anschließen. Also bei uns besteht das komplette Marketing ausschließlich nur aus Testen, die ganzen Creatives, äh, ob es jetzt über Schema M oder unsere eigenen. Ähm, wir testen, testen, testen und dann skalieren, skalieren. Mhm. Also ähm, das ist im Prinzip, was wir machen. Okay, sehr gut. eine eine Sache, die ich da noch hinzufügen möchte, weil alle über Testen immer sprechen. Ähm, ich finde es wichtig, da sehr strukturiert dran zu gehen und sich zu fragen, was für ein Business Impact hat man überhaupt mit gewissen Tests, weil ich habe uns auch oft in der Vergangenheit gesehen, irgendwelche super Mikrothemen zu testen, die irgendwie bottomline gar keinen Business Impact haben. Deswegen fragen wir uns immer, okay, wie viel Aufwand steckt dahinter, was ist quasi auch so ein bisschen, was ist der Predicted Impact und wie sicher sind wir auch, dass wir diesen Impact haben werden. Deswegen schauen wir uns eher auch auf das Bigger Picture an und schauen wir, okay, was können wir wirklich testen, was auch einen Makro Impact haben kann? Mhm. Ich glaube, das wird oft vergessen. Eine Frage haben wir noch, also wir haben mehrere, aber jetzt gucken wir auch auf die Uhr. Ähm, noch eine Frage an dich, äh, Megan oder auch natürlich äh, Wolfgang. Steuert ihr schon auf Customer Lifetime Value bei der Radwelt? Ähm, Nein, nicht, äh, nicht in, äh, in dem Maße. Also ähm, man muss auch sagen, also wir haben 75 Prozent äh, Neukunden im Online-Shop. Ähm, es ist schwer zu tracken, ähm, ja generell schon zu tracken, ab wann kauft ein Kunde, wie, wie lange braucht er, bis er kauft und dann ab dem Zeitpunkt noch zu tracken, wann er wieder kauft. Ähm, ja, da befinden wir uns tatsächlich noch in den Kinderschuhen mhm. ähm, und können noch viel lernen. Mhm. Genau, stationär ist es etwas anders, da haben wir auch einen hohen Stammkundenanteil. Ähm, dadurch ähm, ja, haben wir da auch bessere Möglichkeiten nachzuvollziehen, wann es wieder Zeit ist, die Kunden zu, äh, zu kontaktieren, anzuschreiben und ähm, die nutzen wir auch. Man braucht dazu natürlich auch äh, CRM-Systeme, äh, die äh, diese Daten dann auch vorhalten, äh, muss man eigentlich auch dazu sagen. Ich weiß es jetzt nicht, äh, aber vermutlich ist sowas jetzt auch nicht schon so lange am Start und vielleicht mit so viel Daten gefüllt, dass man da schon diese Aussagen treffen kann. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist das Thema Neukunden äh, immer, immer interessant gewesen und wir schauen natürlich auch im, in, der, in der Steuerung auf, auf was was Neukunden äh, triggert, ja mhm. ganz klar. Okay. Noch eine Frage an, ähm, an Sorry. Ähm. Ein Smack, weil es da schon steht. Also, wenn man AdWords Shopping und Smack, also smarter E-Commerce gleichzeitig nutzt, bietet sich das gegenseitig hoch. Also, ich meine, AdWords Shopping und äh, und Smack, also ja. vielleicht ja. muss man da unterscheiden, was man hochbieten sein ist einfach sozusagen AdWords das äh, in einer eigenen Welt sozusagen geschaltet, so wie es in der Präsentation war. Das sind die Shopping-Anzeigen selbst. Und was wir äh, dann machen, auch bei Bundle, ist wirklich diese Daten nutzen für Programmatic auch nochmal. Das heißt, hier gibt es kein Hochbieten, äh, das wird sozusagen äh, eigens ausgespielt nochmal, auch über Display und Video 360 und ist jetzt nicht äh, im Google Ads-Account enthalten. Na? Ich, hoffe, ich mich, bedanke mal. mich ausdrücklich für diese Frage. Dieses, ähm, ihr habt Angst, dass ihr euch gegenseitig hochbietet. Ich weiß nicht, wer damit mal angefangen hat. Ähm, habt da keine Angst vor. Macht mehrere Google-Konten, packt da was rein, ihr überbietet euch in dieser Sekunde erstmal nicht. Und wenn ihr euch überbietet, aus Versehen, dann ist es gar nicht so schlimm. Ihr müsst das einfach mal ausprobieren und nicht so eine Angst haben. Also, dieses, überbietet ihr euch, das ist so, ich weiß nicht, da steht irgendein, irgendein Buch drin oder so. Natürlich muss man aufpassen. Wenn du mehrere Konten hast, kannst du auch da anrufen, mal gucken und sagen: Ich möchte mich nicht gegenseitig überbieten. Ihr könnt auch die Keywords doppelt haben. Das höchste zieht dann, aber ihr überbietet euch nicht. Mhm. Ich müsste euch da die Angst einfach nochmal nehmen. Ich glaube, das ist genau. Wütend, auf rein Google Ads Konten bezogen, genau. Sehr gut, vielen Dank. Dann sind wir jetzt am Ende unserer Zeit. Wolltest du noch was sagen? Genau, ich, ich wollte noch kurz was sagen. Du hast das letzte ja. Mal angesprochen, auch sozusagen ein Kollege war ja letztes, äh, letztes Jahr dann auch da, möchte mich nochmal bei, bei Markus bedanken, auch der ist mittlerweile zu einem der größten Möbelhändler gewechselt bei uns, aber äh, hat sozusagen das hier das, das Baby auch auf den Weg gebracht und äh, würde mich auch freuen, im Nachgang hier mich mit dem einen oder anderen auszutauschen über das Thema Datenfeeds. Wie bekommt ihr die Daten und wie... Könnt ihr vielleicht hier Welten verknüpfen, auch mit uns? Danke ja. dir. Sehr gut, vielen Dank euch, war schön und dann bis nächstes Jahr.